hat das Nesimi Poesie-, Kunst- und Musikfestival stattgefunden. Es ist dem mystischen Dichter und Denker Imadin Nesimi aus dem 14. Jahrhundert gewidmet. Es gab verschiedene Veranstaltungen, von Poesielesungen über die Vorstellung traditioneller Handwerke bis hin zu Musik- und Tanzaufführungen. Gerade weil wir in einem Zeitalter leben, in dem mit all diesen Gadgets und Apps alles immer schnelllebiger wird, könnte ich mir vorstellen, dass Rapper oder moderne Poetry Slammer von der Art und Weise inspiriert werden könnten, wie Nesimi komplexe Gedanken verdichtet und verschönert. Auch in Nesimis Geburtsstadt Samaksi gab es mehrere Events, darunter die Präsentation einer neuen Skulptur Nesimis des aserbaidschanischen Künstlers Rashad Alekperov. Der Palast der Shirvanshahs diente als Kulisse für das zeitgenössische Ensemble Horizonte aus Deutschland. Our ensemble is often interested in, unser Ensemble ist daran interessiert, traditionelle und moderne Musik zu kombinieren. Wir spielen oft alte Musik, wie Bach, Barockmusik und mittelalterliche Musik in unseren Konzerten, um die Traditionslinien im Laufe der Jahrhunderte aufzuzeigen. Bakus Altstadt lebte auf mit traditioneller aserbaidschanischer Musik und Auftritten von bekannten lokalen Künstlern. Im aserbaidschanischen Theater trat die inklusive Kendoku Dance Company auf. Wir würden es nie als Herausforderung betrachten, sondern eher als kreative Provokation. Wir versuchen, einen Weg zu finden, Unterschiede zu gestalten und zu feiern. Wir sagen nicht, dass wir alle gleich sind. Wir sagen, wir sind alle unterschiedlich. Wir wollen herausfinden, wie wir zusammenarbeiten können. Der Tallinn Knabenchor aus Estland gab Musik aus aller Welt zum Besten. In der aserbaidschanischen Philharmonie trat der Jazzmusiker Salman Gambarov auf. Weil die Organisatoren meine Vorliebe für Duette kennen, bot man mir an, 3 Duette auf dem Festival zu spielen. Man steht immer im Austausch mit anderen Menschen. Man braucht den Austausch für den kreativen Prozess. Das kann wie in meinem Fall die Poesie sein oder viele andere Dinge. Maler oder Dichter. Aserbaidschanische Kultur hat mich schon immer fasziniert. Und Maestro Salman ist ein äußerst sensibler und kraftvoller Musiker. Seine Musik strahlt so viel Liebe und Licht aus. Und jeder will Licht und Liebe. Liebe ist das Wichtigste in der Musik. Man will dieses Gefühl immer wieder vermitteln und die Menschen mit Musik, Worten und Poesie trösten. Das ist vielleicht auch das Bindeglied zwischen Nesimis Dichtung und der Musik von heute.